UN-Sonderbotschafterin Angelina Jolie will mit der NATO zusammenarbeiten, um sexuelle Gewalt gegen Frauen in Konfliktgebieten einzudämmen. Gewalt gegen Frauen und Kinder, insbesondere sexuelle Gewalt, ist weltweit ein zunehmendes Merkmal von Konflikten und Unsicherheit. Vergewaltigung wird als Waffe genutzt, um politische Ziele und Kontrolle zu erreichen. Angesehen als geringfügiges Verbrechen und ein Problem, das zu kompliziert oder zu unangenehm ist anzusprechen. So die US-Schauspielerin im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Solche Gewalt sei ein wichtiger Auslöser für Flüchtlingsströme. Langfristig könne es weder Frieden noch Sicherheit ohne gleiche Rechte und Teilhabe für Frauen geben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagt Jolie die Unterstützung des Militärbündnisses zu. So sollen Soldaten in dieser Frage besser ausgebildet und die Einhaltung von Vorschriften schärfer kontrolliert werden. Verstärkte Aufmerksamkeit könne bei der Lösung des Problems helfen. Und auch mehr weibliche Polizisten. Wir bilden sie aus, wir stärken sie. Und wir glauben, dass mehr Frauen in den Streitkräften gut für die Stärkung der Frauen sind, aber auch gut für unsere Sicherheit und für die Streitkräfte. Die Hollywood-Schauspielerin will eigenen Angaben zufolge in den kommenden Monaten mit NATO-Experten an entsprechenden Strategien arbeiten. Ziel müssten praktische Ergebnisse sein, die in von Konflikten betroffenen Gebieten einen echten Unterschied machen und die Einstellung gegenüber Frauen generell verändern. So die Sonderbotschafterin weiter in Brüssel.